Hallo, mein Name ist Fritz Schlisselberger und ich bin Business Unit Leiter für Corporate Management in der Salzburg AG. Aufgrund des neuen Zukunftsbildes verfolgen wir ambitionierte Herausforderungen mit einer neuen Wachstumsstrategie. Unseren Mitarbeitern im Corporate Management kommt dabei die spannende Aufgabe zu, die Zielerreichung durch integrierte Gesamtsteuerung sicherzustellen. Wir sorgen also dafür, dass unsere Mitarbeiter weiterhin eine kosteneffiziente Versorgungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig neue Produkte und digitale Services für unsere Kunden entwickeln. Hallo, ich bin die Annika Zöpfel, bin seit 3,5 Jahren in der Salzburger AG und seit Anfang des Jahres im neuen Business Unit Corporate Management, genau im Department Projekt und Portfolio Management. Und die neue Business Unit hat ganz viele verschiedene Departments. Und wie die arbeiten und wie die agieren, schauen wir uns jetzt an und gehen nochmal eine Runde durchs Haus. Kommst du mit? So, und jetzt gehen wir zum Department Change Management und Organisationsentwicklung. Wir beschäftigen Sie mit der VCK-Planung, also mit der Vollzeitkraftplanung für das Haus, für die Salzburger AG und unter anderem für verschiedene Förderungsprogramme, beispielsweise für Frauen und Beruf und Familie. Und da in dem Besprechungsraum befinden sich bereits zwei Kolleginnen von der Abteilung Organisationsentwicklung, die uns gerade einen Workshop vorbereiten. Das Change Management Team bereitet große Weiterentwicklungen im Unternehmen vor und begleitet dabei die Umsetzung. Kunde bei der Salzburger AG steht immer an erster Stelle. So treffen wir laufend unternehmensweite Maßnahmen, um die Kundenorientierung laufend zu verbessern. Die Kunden unserer Einheit, dem Corporate Management, sind die anderen Business Units mit ihren Führungskräften und Mitarbeitern. Wir bauen das Business Partnering gezielt laufend aus, um mit Kompetenz unsere Kolleginnen bestmöglich zu unterstützen. Und da sind wir jetzt im Department Finance. Das befindet sich da hinter dieser Tür. Da geht es wirklich um Daten und Fakten und um ganz wichtige Zahlen für die Salzburger AG. In diesem Bereich geht es um die konzernweite Umsetzung der Finanzierung. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Department, das ist, was sich auch sehr mit Zahlen beschäftigt, und zwar mit dem Department Controlling. Die haben gerade eine Besprechung und in dieser Besprechung dürfen wir jetzt ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dementsprechend sind wir schon gespannt, was da passiert. Im Controlling beschäftigen sich die Mitarbeiter mit der wirtschaftlichen Gesamtsteuerung im Konzern. So, jetzt gehen wir nochmal in die Innozone, weil da treffen wir einen Herbert vom Department Prozessmanagement. Das Department Prozessmanagement ist komplett neu in der Salzburger AG. Und was er genau macht, da schauen wir ihm jetzt ein bisschen über die Schulter und geben ihm ein bisschen einen Einblick. Dieser Kollege optimiert sämtliche Prozesse in der Salzburger AG und stellt den Kollegen die dafür notwendigen Tools zur Verfügung. So, jetzt gehen wir ins nächste Department und zwar ins Projekt- und Portfolio-Management. Da bin ich selbst tätig und zwar machen wir hier unterstützend für alle Top-Projekte das Monitoren, das Steuern und auch das Umsetzen der wichtigsten Projekte in der Salzburger AG, um hier Wachstum generieren zu können. Das heißt, Projekte werden hier ausgearbeitet und untereinander abgestimmt. Unsere Business Unit ist mit ihren umfassenden Funktionen so gut wie neu in der Salzburger AG. Dementsprechend befinden wir uns im Aufbau und im Wachstum. Wir suchen nach Talenten, die mit uns gemeinsam die Steuerungsfunktionen für Finanzen, Controlling, Projekt- und Portfolio-Management, Organisationsentwicklung und Change-Management und Prozessmanagement aufbauen und verantworten. Und als neuer Mitarbeiter in der Salzburger AG ist man überhaupt nicht alleine gelassen. Man bekommt vom ersten Tag an einen Buddy zur Seite gestellt, der was von vornherein mit der Integration hilft in die neue Abteilung bzw. ins Unternehmen. Dementsprechend fühlt man sich nicht alleine, man hat eine Hilfestellung und Unterstützung und das macht den Start umso einfacher. Wenn Sie Interesse an einem Job in der Salzburger AG haben, dann bewerben Sie sich gerne unter www.salzburg-ag.at/karriere.